Hallo und herzlich willkommen bei unserem Schnief-Contest für Bombenentschärfer. Ja, ich bin so krank, da kann ich eh mit meinem Leben abschließen. Also, mehr Licht, sage ich nur. Und deswegen haben wir uns spontan gemeldet hier beim Bombenenträumungs... wie nennt sich das? Bombenräumkommando? Du weißt, was ich meine. Ich habe mir den absoluten Experte für Bomben halt eben und für Bombenstimmungen hergenommen, den guten Phil. Hey, jetzt mach dir einmal ein Kompliment. Das ist nicht ernst gemeint, das weiß ich doch. Ja, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, ob wir es schaffen würden. Es ist die Bombe 2-2, Double Your Money. Ich habe diesmal ein schlechtes Gefühl. Ja, vor allem das Gefühl, wir müssen 6 Module entschärfen. Ach du Scheiße. Ja, sage ich ja, Double Your Money. Und the task is clear, but the timer doesn't care about your workload. Okay, ich glaube, wir gehen ran an die Bombe, oder? Ich bin echt aufgeregt. Ja, komm. Ich habe ganz schlechtes Gefühl, ganz ehrlich. Ich auch. So, dieser Bildschirm ist natürlich wieder nur für meine Augen. Macht ja nichts. Und es geht los. Okay. Erstes Ding. So, ich hab erstes Schwierige. Wir haben 6 Drähte, schwarz, blau, weiß, weiß, blau, blau. Gelbes hast du nicht. Nein, ich hab ein Schild NSA, das leuchtet, und SND, das leuchtet. Okay. Oh, warte mal. Sind die Drähte gefärbt? Schwarz, blau, weiß, weiß. Nein, ich meine, ist die selber nochmal? Also sind die irgendwie geringelt oder sowas? Nein. Okay. Nochmal was? Schwarz? Schwarz, blau, weiß, weiß, blau, blau. No yellow wire seems odd. Okay, die Seriennummer. Die Seriennummer ist 338Z53. Dann warte. Der dritte Draht. Bist du sicher? Ja, hat geklappt. Okay. Ich habe 2 weiße Button mit Abort. 2 weiße Button mit Abort. Dann drück drauf. Ja. Welche Farbe? Er wird rot. Rot. Counter release when the countdown timer has a 1 in any position. Hat geklappt. Der andere auch? Nehme ich mal an, ja. Der leuchtet blau. Dann, wenn the countdown timer has a 4 in any position. Okay, müssen wir noch kurz eine Sekunde warten. Ja, hat geklappt. So, ich habe hinten ein O mit einem Strich nach unten, also wieder diese Ziffernblöcke, die haben wir 2-mal. Ja. Ein O mit einem Strich nach unten. Ein umgedrehtes C. Ein umgedrehtes E mit 2 Punkten drüber und so ein Schreibschrift H. Geh bitte raus aus dem Stream. Warte mal. Also was? Das O mit einem Strich nach unten. Ja. Umgedrehtes C. C mit einem Punkt drin. Ja, dann E mit 3 Punkten, 2 Punkten drüber. Ja. Und was noch? Und ein Schreibschrift H. Schreibschrift H, okay. Erstes E. Okay, hab ich. Dann das O. Ach, irgendjemand stört gerade. Ach. Das O? Moment. So. Was soll ich drücken als zweites? Also, ist O. Okay. Dann ist C. Okay. Und dann ist H. Okay, hab ich. Nächstes. Umgedrehtes P wieder. Ein richtig geschriebenes C mit einem Punkt. Ja. B mit so einem T dazwischen und ein Stern. Das B mit dem T. Okay, hab ich. Ist das richtig? C? Ja. Dann das P? Ja. Und dann der Stern. Richtig. Okay, jetzt noch Drähte. Gelb, rot, rot, blau, schwarz, weiß. Okay, gelb, rot, rot, blau, schwarz, weiß. Ich habe den David jetzt ganz kurz bannen müssen im TS.
Ja. Das ist einfach viertes. Eins, zwei, drei. Nee, war falsch. Nochmal? Scheiße. Wir haben noch eine also, Minute. Wir haben noch eine Minute. Gelb, rot, rot, blau, schwarz, weiß. Gelb, rot, rot, blau, schwarz, weiß. Fuck. 39 Sekunden. Ich weiß es nicht. Das sind 6 Drähte, ne? Ja. Schwarz ist falsch. 26 Sekunden, 25. Wir haben gelben Draht. Ja. Wir haben einen gelben Draht, aber nur ein weißes weißen Draht. Ja. Wir haben rote Drähte. Ja, 2 rote. 11 Sekunden, 10. Dann müsste es das vierte sein. 2, 3. Ja! Wir hatten noch 5 Sekunden. Oh, scheiße. Oh, war das spannend. Oh scheiße, war das echt spannend. 5 Sekunden, best time bisher. Fuck. Und das, obwohl wir David bannen mussten hier. Oh scheiße. Ah, Hilfe. Oh scheiße. Du, das macht echt scheiße Spaß. Oh, ich zitter grad. Ich auch. Du, ganz ehrlich, ich hab einen Pulsschlag von 180 Grad hier. Also du musst es dir nachher mal angucken, ja. Die Videos, wenn ich sie hochgeladen habe. Aber ich muss sagen, ich stelle mich gar nicht so schlecht an. Du machst es gut. Also wir haben bisher überlebt. Also ist dritte Runde und wir haben komplett überlebt. Ich bin wirklich stolz auf dich irgendwie. Ja. So. Aber du, ich weiß echt nicht, wieso das so anstrengend. Wieso man sich da so nein versteigert hier mit diesem Weiß-Blau und so. Es ist ja eigentlich nur ein Spiel und es geht um nichts, aber ja, das ist halt, du hast halt hier 10.000 Möglichkeiten, wenn das ist, weißt du? Ja. Also ich kann's ja gerade mal vorlesen. If there are no yellow wires and the last digit of the serial number is odd, cut the third wire. So, wir hatten ein gelbes. Ja. Dann, otherwise, if there is exactly one yellow wire and there is more than one white wire, cut the fourth wire. Ja, also wir hatten nur ein weißes Wire. Dementsprechend konnte... Okay. Also wenn da genau ein gelbes ist, aber mehr als ein weißes. Okay. Ja, bringt's dir mehr, wenn du mir die einzelnen Sachen vorliest? Nee, ich glaube nicht. Ich muss das, glaube ich, selber... Das dauert sonst zu lang, glaube ich. Okay, weil wir waren echt knapp dran. Also wir haben jetzt 6 Module entschärft, aber... Ja, das geht ja hoch bis 11, glaube ich. Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Ja, also wenn ihr es auch mal ausprobieren möchtet, das Spiel, es gibt's für 15 Euro bei Humble Bundle oder 15 Dollar waren es, glaube ich. Und es lohnt sich echt. Also wenn man es mit mehreren zusammen spielen kann, es macht mega Spaß, das Spiel. Ja, ich habe vorhin auch mal geguckt, gibt's auch für knapp 15 Euro auch auf Steam, wer irgendwie nicht Dollar Humble Bundle oder sowas will. Ja, aber PayPal tut's ja umrechnen, also das sollte ja okay sein. Okay, das war Bombe Nummer 3. Ich bin echt überrascht, dass wir so geschafft haben. Komm, eine machen wir noch und dann tun wir David wieder dazunehmen. Nicht, dass er rumheult. Ja, ich glaube, der kann sich gerade gar nicht mehr einloggen, weil ich habe ihn komplett gebannt jetzt gerade eben, weil es so hart war. Ich schreibe ihm ganz kurz. Ich mache auf jeden Fall schon mal YouTube aus. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Das war unsere kleine MacGyver-Anfängerstunde. Und, krass, ich bin immer noch komplett außer Atem, obwohl ich eigentlich sitze. Das ist krass. Wie unser Gehirn uns da einfach dann plötzlich so auf Überlebensinstinkten sitzt. Ja, irgendwie so. Okay. Gut, also, bis dann. Morgen geht's weiter.